Soll ich es sagen? Nein. Dann hör mal zu. Die Tage werden schon wieder kürzer. Na und? Wo der Sommer doch gerade erst angefangen hat. Soll ich dir mal was Tolles sagen? Nein. Am 24. Juni um 19.30 Uhr sehen wir Wim Tölke mit seiner Show Der große Preis im ZDF. Wirklich? Ja. Unser heutiger Dokumentarbericht führt Sie, verehrte Zuschauer, auf See. Mit beginnender Urlaubszeit träumen viele Menschen vom eigenen Segelboot, doch nur wenige können sich diesen Luxus leisten. So wird auch das Segeln zu einem Geschäft für Bootsverleiher und Reiseunternehmer. Aber die echte Freiheit auf dem Wasser ist nicht zu kaufen. Hans-Jürgen Kliebenstein berichtet. Einer, der die Karriereleiter mit dem Mast seiner Yacht getauscht hat. David, 38 Jahre alt, vor 3 Jahren mit Frau und Kind von Florida aus in See gestochen. Ein amerikanischer Geschäftsmann, der nie mehr in seinen Job zurückkehren, der das andere Leben ausprobieren, die große Freiheit finden will. Aber was tun, wenn einst die Tochter zur Schule gehen muss? David und seine Frau wissen es noch nicht. Jeder alleine, auch die beiden gemeinsam, hätten sich vielleicht frei segeln können, heraus aus allen sozialen Bindungen. Doch als Familie wird ihnen das auf die Dauer nicht gelingen. Außerdem, wer auf solche Reisen geht, braucht nicht nur Wasser unter dem Kiel und Wind in den Segeln, er braucht auch viel Geld. Und darum Aktien, Grundbesitz, eine Erbschaft oder ein Unternehmen, eine Stelle, von der die notwendigen Beträge abgerufen werden. Ohne feste finanzielle Basis bleibt eine derartig komfortable Freiheit nur ein leerer Wahn. Ein Piratenschiff vor der jugoslawischen Küste. Der Versuch eines Abenteuers für Aussteiger auf Zeit. Prospektbeschreibung. Ein Urlaub in Freiheit, frei wie der Seeadler, der nur den Horizont als Grenze kennt und Sonne, Wind und Meer und Wolken. Das ist das Leben an Bord der Schiffe. Das andere Leben zu kleinen Preisen. Seglerromantik mit allem Komfort und selbstverständlich bestem Service. Eine Sportschau. Sportschau für Damen und Herren, die nicht schon wieder auf einem der Luxusliner Kreuz fahren wollen. Der Dreimaster Ariadne in der Ägäis. Las Salinas. Heißer Ferientipp auf Ibiza. Doch vielen Urlaubern bereitet selbst der schönste Strand mit all seinen Attraktionen, Mädchen mit nackten Busen, keinen Spaß mehr.
Zwischen Massen von Touristen wünschen sie sich Einsamkeit.